Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gradius. Fünfte Folge für mich. Wir haben in der letzten Folge uns die Frage gestellt, ob dieses Spiel nicht vielleicht doch für Asiaten gemacht wurde. Denn trotz des Safe States sind wir nicht wirklich weitergekommen. Und ich habe jetzt mal spontan die Idee, spontan die Lust auf die Analogsticks zu wechseln. Naja, ich sag mal so, das Rumschwingen macht dadurch mehr Spaß, aber ob es wirklich was bringt? Nope, ich habe immer noch keine Schnelltaste dafür. Ich mach jetzt Speed, ganz ehrlich, leck mich am Arsch. Ich mach jetzt Speed übrigens, pass auf. Ich mach jetzt übrigens Ultra Allahu Akbar Speed. Ich kann kein Speed mehr machen. Okay, jetzt ich steige jetzt doch auf die Pfeiltasten um. Bei der Geschwindigkeit. Das brauche ich jetzt, Alter. Ich brauche einfach was anderes, Leute. Hm, das wollte ich jetzt nicht. Ich dachte, ich wäre auf Missile gegangen. Nee, Alter. Es war lustig. Bis zu dem Moment, wo mehr als... Jetzt habe ich schon wieder gemacht. Ja, vielleicht verändert sich das Spiel ja dadurch, wo mehr als drei Projektile auf mich zugesteuert sind. Ja, es ist jetzt vergleichsweise natürlich, fühlt man sich sehr, sehr langsam, aber... Ja. Das war jetzt beispielsweise so ein Moment, ich hab ihn gesehen in den letzten 0,005 Sekunden, aber dann war ich einfach zu langsam. Also wäre ich da super schnell gewesen, dann hätte es vielleicht funktioniert. Deswegen machen wir nochmal eine Speed-Stufe und hier. Aber ja, genau. Ich glaube, Leute, man sieht ja, das bringt ja hier schon wieder nichts. Ich werde dann mal die Taktik versuchen und mich dann demnächst mal hier töten lassen. Oder ja, einfach warten, bis ich getötet werde. Da muss man ja nicht wirklich drauf warten. Und dann werde ich schauen, ob sich das Spiel wirklich... Ja, ich meine, wir haben es ja schon. Ja. Wir haben es ja schon festgestellt, tatsächlich, ja. Wichtig ist halt, wie gesagt, zu schauen, dass man dann das Level auch wirklich schafft, dass man nicht mitten im Level stirbt, sondern nur davor oder danach. Kurz davor, kurz danach. Was eigentlich dasselbe ist, weil kurz danach ist auch kurz vor dem nächsten Level. Von daher, ja, ich weiß nicht. Da spontan wieder... Ah, da habe ich... Ich habe auch das Leben zurück. Das ist natürlich perfekt, wenn man dann... Ja, da haben wir keine so wirklichen Einbußen jetzt spontan gemacht. Es regnet, aber die in der Mitte zu... Ja, ich vergesse, was ich gesagt habe. Also ich würde schon sagen, sie waren minimal langsamer, aber irgendwie... Ach, ich habe doch... Kann ich gehen? Ich habe jetzt schon wieder keine Mentalitätspunkte mehr überall. Boah. So lächerlich. Absolut lächerlich. Der Double. Wieso steht das jetzt immer auf dem Double, Mann? Das wird doch keiner haben. Boah. Ich kann nicht oben bleiben, ich kann nicht unten bleiben, ich kann nicht in der Mitte bleiben. Das ist doch so scheiße, Mann. Aber ich bin jetzt immer ich meine, dass ich sehr, sehr oft unten gestorben bin. Und in meinen Erfolgserlebnissen war ich oben. Also Erfolgserlebnisse können nur oben stattfinden, oben auf der Nahrungskette. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel das auch so sieht bei dem Level. Dass oben im Level bedeutet, dass man oben in der Nahrungskette ist. Das ist gut, mal schön hier in den abgefressenen Berg. Ja, guck mal, wir sind direkt weitergekommen. Lol. Ja, man müsste die Options, wie gesagt, so positionieren, dass sie ja einfach die Hälfte des Bildschirms penetrieren. Weil, guck mal, sie können ja hier schießen. Und ich bin ja ganz woanders, ne? Oh, guck mal, aber das sah sehr, sehr gesteuert aus. Aber siehst du, es hat automatisch funktioniert. Ich muss sogar spontan Berlinern vor Freude. Moment, das ist keine Freude. Ich mache das in letzter Zeit immer häufiger, muss ich sagen. Vielleicht ist es auch einfach eine neue Let's Player-Gelassenheitsstufe, dass ich mir so denke, ja, aber das finde ich da nicht gut, wenn das meine Urinstinkte sind bei Berlinern, dann möchte ich doch wieder einen Stock im Arsch haben. Jetzt bin ich im Level. Okay, wir versuchen es. Ja, wir versuchen es. Wir versuchen es, Alter. Ich habe keinen Bock drauf, aber ja. Normalerweise mache ich das nicht, aber ja,
Stimmt ja, ich vergesse ja immer wieder, dass man das nutzen kann. Guck mal, da sind die Schüsse nicht durchgekommen. Aber jetzt habe ich ein Problem. Ja, es hätte funktioniert. Guck mal, da war der Boss. Da war sogar der Boss. Ich wollte gerade neu laden, aber ich habe mich spontan umentschieden. Da war der Boss. Also eigentlich, es ist nicht mitten im Level tatsächlich. Ich glaube, das war ein Fehler, Alter. Ja, jetzt ist schon wieder so der Moment, wo ich sage, yo, Alter. Doch mal Auschwitz geboten. Ihr könnt mich doch nicht alle 3 Sekunden umbringen, ey. Gib mir dann wenigstens Speed. Guck mal. Schon wieder fast gestorben. Wegen dem verfickten Power-Up. Ja, guck mal, jetzt aber irgendwie. Nee. Okay, hinter den Berg, ja, hätte funktionieren können, aber dieser eine Schuss natürlich. Nee, okay, ich wollte großzügig sein, aber dann laden wir wieder neu. Aber ja, ich bin jetzt drüber weg über den Punkt, wo ich mich immer so gefeiert habe mit den Power-Ups. Das hat jetzt hier keine Bedeutung mehr. Ob nun 3 Laser oder kein Laser, das ist egal. In diesem Spiel. Es ist sowas von egal. So lächerlich, ey. Ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass das dann in den nächsten Teilen besser ist. Ich meine auch mal einen Teil gesehen zu haben, wo man einen fliegenden Start hatte. Also du bist... LOL! Dieses fantastische Synchrone bei den Gegnern. Du bist dann gestorben, aber du bist dann direkt... Es ging direkt an der Stelle einfach weiter. Und das halte ich für taktisch klug. Ja, ist dann natürlich dann die Frage, ob du bei diesem Spiel Checkpoint hattest oder... Continuous hattest oder nicht. Aber das halte ich für sinnvoll tatsächlich. Ja, dann würde ich sagen, ja, hier, okay, gut, ja, dann gebe ich den Leben von mir aus. Lululul. Und dann hat sich das. Das ist ja einfach so das Problem. Das ist ja nicht irgendwie so, dass... Es sind immer... Ich verstehe das nicht, ich habe sie gerade auch nicht gesehen. Es sind ja nur spezielle Stellen im Spiel, ne? Also wenn ich jetzt wirklich mit jedem Gegner Probleme hätte oder so, dann, ja, würde ich mir halt den Strick nehmen. Aber es sind nur diese gewissen Stellen einfach. Ich würde ja gerne einfach mal wieder so ein bisschen ins Level kommen, damit ich gucken kann, ob ich jetzt wieder einen ähnlichen Effekt habe, wenn ich... umschieße. Jetzt ist es passiert. Jetzt, wow. Ich glaube, es war ein Rekord. Ich habe lange nicht mehr so wenig geredet. So eine große Redepause gehabt. Aber guck mal hier, ich habe ja das Schild. Ich muss das Spiel löschen. Das Let's Play ist noch nicht oben. Keiner weiß davon. Ah, nee, stimmt. Nee, die Telegram-Leute wissen davon. Die haben die Folgen hier nämlich schon sehr, sehr viele Tage vorher gekriegt. Vor euch, von daher. Wenn ihr auch dazugehören wollt, abonniert mich auf Telegram tatsächlich. Das wäre mal was. Ich muss hier definitiv schnell hoch. Schnell hoch. Und vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen ruhiger spielen und einfach schauen, welche Kugeln sind genau die, die mir gefährlich sind. Klar, da sind immer sehr, sehr viele. Eigentlich alle, ja. Je nachdem, wo man steht, können es potenziell alle sein. LOL. Ja. Das war aber jetzt schon wieder minimal besser. Also oben ist, denke ich mal, die Devise. Aber ja, ne, das, wie gesagt, dieses... Der Tunnelblick, den ich ja in den ersten Folgen hatte. Ich habe aber das Gefühl, dass es irgendwie immer schlechter wird. Muss ja. Klar, wir sind hier auch die ersten Mal an dem Level gescheitert, aber wir haben es eigentlich immer irgendwann mal wieder geschafft, tatsächlich. Ja, aber ja, Methoden und bla und Themen hatten wir schon. Guck mal, wie schnell die... Ach, ist doch so lächerlich, Mann. Ist doch so lächerlich. Jetzt gibt's nur noch Frust kommentieren hier. Ganz im Ernst, ey. So, die sind gefährlich. Dann... Ja, mal gucken, ob ich irgendwie den... Nee, den Berg kann ich nicht verwenden. Da schießen die oben einfach zu heftig. Aber jetzt ist es wieder irgendwie anders, tatsächlich, ja. Guck mal, ich meine, dass die schneller sind, die Bastarde. So, schön von oben nach unten sauber machen. Ja, ich muss meine... Ich glaube, das Problem ist, dass ich die Options einfach stellenweise nicht richtig einsetze. Die müssen eine schöne Linie geben, damit schön viel Fläche abgedeckt wird. Guck mal hier, ihr Bastarde. Jetzt bin ich wieder weiter. Ui. Wäre natürlich noch geiler, wenn ich 4 Options hätte. Ja. Die Raketen machen oben unten schön sauber. Sauer sind sie vielleicht. Ja, da wollte ich gerade... Nee, ist zu gefährlich. Oh, jetzt kommen wieder sehr, sehr viele, weil ich oben nicht... Ich wollte oben aufräumen, aber sie waren zu schnell. Ach, das ist der Berg. Ich dachte, ich wäre weiter. Oh. Gib mir mal hier die Scheiße. Dankeschön. Ja doch, da ist der Boss. Guck mal, da kommt sogar die Bossmusik. Fast wäre ich gestorben. So, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie wir das gemacht haben. Ist ja auch egal dann jetzt. Die Frage ist jetzt, davor, danach, dahinter, da... Na, dahinter auf jeden Fall nicht, aber...
Wo ist das? Wo ist das? Hoffentlich kurz vor dem Boss. Ich habe keinen Speed genommen. Aus Versehen. Da kriegt man es mal und näher. Es ist die. Ja, doch, das ist die Stelle bei dem Berg. So, lass mich vorne hin. Yo, Alter. Ja, kurz vor dem Boss. Okay, ich meine oben, oder? Ich weiß es leider nicht mehr. Es war. Ich weiß es nicht mehr. Ja, gut, dann müssen wir auf jeden Fall weitermachen, damit ich das scheißensweise lerne. Traurig. Das war ja wieder so eine Sache, wo ich gesagt habe, ja, der Boss ist eigentlich einfach. Und ja, das war wieder eine Mischung aus Gier und Bla und Keks und. Dieses Spiel ist so fantastisch. So fantastisch. Bin ich eigentlich am Gras verreckt? Ich bin nicht sicher, was mich getötet hat. Ich kann nur die Ecke. Ich kann die Ecke wieder gehen, falls mich jemand fragt, wo sind sie denn gestorben? Ja, das war auch wieder. Ja, ne, das ist wieder das, was ich meine. So, hallo. Okay. Ich bin jetzt hier, gut. Aber welche Möglichkeiten habe ich? Tatsächlich. Wobei, habe ich es nicht eben schon mal geschafft? Eigentlich schon, oder? Jetzt sind sie wieder da unten langsamer. Ja, ich muss aufräumen. Braucht den Missile und deine Mutter geht kacken und ich gehe auch kacken. Oder zumindest den Safe-State laden. Ui, guck mal, so sieht das also aus, wenn man mächtig ist, aber es bringt nichts. Ah, dieses ständige Laden, das fuckt mich so ab, Mann. Ich will den haben, aber ich krieg den nicht. Seht ihr das? Ja, geil. Tja, man kann halt nicht alles im Leben haben. Ist okay. Das, meine Antwort darauf wäre, okay, aber darf ich irgendwas haben? Ich kann mich damit zufrieden geben, nicht alles zu haben, aber irgendwie kriege ich ja gar nichts hier. Das ist immer so das Problem. Komm mal, jetzt noch einen schönen Abschluss. Schöne Reihe einfach voll machen und dann könnt ihr mich alle mal, ey. Aber ich weiß nicht, wie viel man haben kann. Bestimmt mindestens 5, oder? Oh, das war ja wieder super knapp. Ich habe keine Worte dafür, ich bin absolut fassungslos. Ich dachte, ich hätte ihn penetriert. Und er war dann aus meinem Kopf einfach raus, bis ich gemerkt habe, Moment, er hat mich ja dann doch getroffen. Das gibt's nicht einfach, das gibt's einfach nicht mal. Er war in den Abschnitts drin. Aber der, die, ja, genau weil er drin war, haben sie ihn nicht mehr getroffen, ey. Ach ja, soll ich mal darüber, ich meine, ist euch schon aufgefallen, da muss ich nicht darüber reden, aber das ist natürlich immer, wenn ein neuer Soundtrack kommt und vielleicht einen Soundbug gibt und so weiter, ist dann schätzungsweise ein Emulator-Ding, ja, Ding. Ich meine, man kann ja hier ein bisschen nach oben und unten fliegen, ne? Vielleicht sollte ich mal schauen, dass ich irgendwie aus der Map fliegen kann oder so. Es ist einfach nur noch lächerlich. Absolut lächerlich, was hier passiert. Ja. Ich habe keine Worte mehr dafür. Ich erdulde es nur noch 4. Geil. Ja, aber guck mal, die dachten sich, oh, der hat jetzt 4. Okay, wir müssen nochmal schneller und doppelt und dreifach und zehnfach schießen. Ja, also, wann habe ich angefangen? Ganz kurz überlegen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, hier verliert man halt jede Möglichkeit von Zeit. Aber ja, ich denke wirklich, das wird darauf hinauslaufen, dass wir sterben und dann werden wir nochmal speichern tatsächlich, ja. Ist einfach so krass. Das Level mag das nicht. Böse. 4. So, und jetzt. Ja, aber ich wollte gerade sagen, dann bleibe ich stehen, schieß in eine Reihe und so. Aber ihr seht ja, das Spiel ist, wie gesagt, gut ausbalanciert. Für den Feind tatsächlich, ja. Der Feind kriegt hier jede Unterstützung, die man, what the fuck, die man sich vorstellen kann. Aber der Spieler. Tatsächlich nicht. Es bleibt bei dem Blauen. Der Blaue, der hier nichts bringt. Mach einfach den hier und den und den. Den, ja, stirbt alle. Jeder Feind, der getötet wird von mir, den ich quasi überlebe, ist einfach ein einzigartiges Gefühl mittlerweile. Das Spiel hat mich so kaputt gemacht, ne?
Ich habe mittlerweile Angst vor jedem Schuss hier. Das ist Wahnsinn einfach. Ja, guck mal. Der lag und ich wollte so, dass sie sterben und dachte mir, wann sterben die denn endlich? Hallo, können sie irgendwann? Nein, alles klar. Gut, ich höre jetzt hier an dieser... Ich weiß nicht, wie lange die Folge geht, aber ich höre jetzt hier auf und ich mache an dieser Stelle ein Safe-Set. Ja, ich kann ja auch einfach auf einem anderen Slot speichern, wenn man dann merkt, okay, es ändert doch nichts, dann laden wir wieder den anderen Slot. Glücklicherweise haben wir ja hier einige Slots, von daher Slotty. Ja, vielleicht sollte man einfach an die Slotmaschine gehen. Ich denke, da hat man eine höhere Siegeschance als bei diesem Kackspiel hier. Ja, in diesem Sinne, ich bin kaputt. Bis zum nächsten Mal, ja.